Hi ihr Lieben, ich habe heute endlich meinen Black Friday Haul für euch. Gerade ist noch das letzte Paket angekommen. Zwar warte ich eigentlich noch auf eins, das ist von Zalando, aber da sind sowieso keine Sachen von mir drin. Und da ich dachte, dass euch sowieso nur Sachen von mir interessieren, jetzt nicht irgendwelche Sachen für meinen Freund, dachte ich mir, kann ich meine Sachen einfach mal auspacken. Das Besondere daran ist, dass es so gesehen ein Unboxing ist, weil ich nämlich bis jetzt nur ein Paket aufgemacht habe. Und ich habe hier eine ganze Menge Pakete, die ich eben noch nicht aufgemacht habe. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe auf jeden Fall diesen ganzen Sale ausgenutzt und mir einige Sachen bestellt. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal dazu sagen, wo es überall wie viel Prozent gab. Das war nämlich bei manchen Shops echt eine ganze Menge. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir packen mal zusammen aus. Ich freue mich schon riesig. Ich habe die Sachen jetzt teilweise schon eine Woche hier stehen und habe ja noch nicht reingeschaut. Und ich glaube, das ist für eine Frau das Allerschlimmste. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis dann. Fangen wir mal mit Douglas an. Da habe ich nur zwei Sachen bestellt, von denen ich euch nur eine Sache zeigen kann, weil das andere ein Geschenk ist. Aber ich mache das jetzt mal auf. Ich bin so aufgeregt. Ich wollte die Sachen schon so lange haben oder aufmachen. Und die standen die ganze Zeit jetzt hier rum. Aua, voll geschnitten. Dann ist jetzt hier nur noch eine Sache drin. Und zwar ist das der Mary Luminizer. Den wollte ich schon ganz, ganz lange mal haben. Und habe ihn immer im Internet so angeschaut und dachte mal so, ich weiß gar nicht, wie viel der Originalpreis ist. Oh mein Gott, jetzt habe ich ihn endlich. Ja, das ist der Mary Luminizer. Und der hat 14,99 € gekostet im Black Friday Sale. Machen wir weiter mit ASOS. Und da habe ich mir zwei Sachen bestellt. Oh. Ja, dann kommt das hier einmal in so ein Paket. Das sieht sehr edel aus. Aber dann ist hier leider gar nichts drin, was gar keinen Sinn irgendwie macht. Aber ich habe mir da eine Uhr bestellt. Und mein Gott, diese Uhr wollte ich mir eigentlich von Clues, oder wie das ausgesprochen wird, kaufen. Ich kann euch das mal unten in die Infobox setzen, wie die Uhr eigentlich aussieht. Die kosten dort 90 €. Aber dann habe ich mir hier so eine ähnliche gekauft und die ist von ASOS selbst und die kostet normal, glaube ich, 32 € und hat jetzt mit Rabatt 26 € gekostet. Oh mein Gott, die ist richtig schön. Und das Problem ist, ich habe mir jetzt noch eine zweite Uhr bestellt, das werdet ihr gleich sehen, von Michael Kors. Und da werde ich natürlich die Michael Kors Uhr behalten und es bei der hier dann belassen, weil ich glaube, dass es dann ein bisschen zu viel irgendwann wird und ich auch nicht unbedingt jetzt zwei Uhren auf einmal brauche, weil ich mir schon letztens ganz viele gekauft habe. Aber die werde ich wahrscheinlich meiner Mom geben. Und damit ich keinen Versand bezahlen muss, habe ich dann noch für meinen Freund, weil ich genau bei, ich glaube, 30 € war, nicht, ja, aber 26 €. Ich hätte dann 5 € Versand bezahlen müssen und das war, habe ich nicht eingesehen irgendwie, weil ich dachte, dann kann ich mir auch für 5 € etwas anderes kaufen. Aber ich habe keine schönen Armbänder oder so gefunden und dann war die alle wieder teurer. Dann habe ich meinem Freund einfach hier so ein enges schwarzes T-Shirt gekauft. Ja, keine Ahnung. Halt einfach ein Basic-Shirt mit Rundhalsausschnitt. Ja, das sieht sehr klein aus. Ich glaube nicht, dass das ihm passen wird, aber naja. Ja, wer mein letztes Video gesehen hat, ich verlinke euch das mal hier oder mein vorletztes. Das ist der NYX und Kiko Haul. Der weiß, dass ich da schon gesagt habe, dass ich bei Kiko extrem zugeschlagen habe. Das ist ein Mini-Paket. Ich war gerade richtig überrascht. Und das ist auch das, was am längsten gebraucht hat, worauf ich jetzt eben noch gewartet habe. Und ja, das ist von Kiko. Aber dann habe ich hier einmal zwei Lip Liner. Einmal in der Farbe oder in der Nummer 700 und einmal in der 704. Ich werde euch die beiden nochmal unten in die Infobox setzen. Das sind so bräunlichere Töne. Wenn ihr da draufklickt auf den Link unten in der Infobox, dann seht ihr auch, welche Farbe das ist. Also welche Bezeichnung die hat, welchen Namen so. Und ja, die haben... Oh Gott, ich gucke jetzt einfach mal doch auf die Rechnung. Okay, da stehen gar keine Rechnungen. Da stehen keine Preise drauf. Scheiße. Ich glaube, die haben an dem Tag nur 1,70 € gekostet. Und sonst kosten die 2,25 € oder so. Oder ein bisschen mehr. Und ja, die habe ich mir gekauft. Oh Gott, was habe ich dann noch? Eine Lip Base, also ein Lip Primer. Der hat auch nur noch ganz wenig gekostet. Und den habe ich eigentlich nur dazu geholt, weil ich dann irgendwie, man kann das ab 25 € dort bestellen. Und ich hatte zwar eigentlich mega viel bestellt, aber dadurch, dass er dann das Rabatt da drauf kam, war ich dann wieder unter 25 €. Und da habe ich mir einfach noch diese Lip Base ausgesucht.
ausgesucht. Ja, weil ich dachte, dadurch, dass ich so viel Lippenstift momentan trage, wäre das ganz gut. Ich bin mal gespannt, ob die gut ist. Und die hat auch, glaube ich, unter 3 Euro gekostet. Also ich sage euch jetzt immer nur die Preise, wie ich die reduziert bezahlt habe. Und dann habe ich noch ein Smart Lipstick Rouge in der Nummer 918. Oh mein Gott, den habe ich noch nicht. Ne, ich habe 913, glaube ich. Ah, ja, genau. Das ist, nein, ich glaube, das ist, den habe ich schon. Scheiße. Okay, ich schau mal, ob ich den schon habe. Nee, habe ich nicht. Ich glaube nicht, dass der so aussieht. Nein, nein. Das ist auf jeden Fall kein Matter. Das ist die Farbe 89. Ich glaube, das soll so ein Rosa sein. Mein Gott, ich will die gar nicht aufbauen. Nee, nee, die Farbe habe ich noch nicht. Das ist so ein richtig schöner Alltagston. Und der hat auch, glaube ich, nur 2 Euro oder so gekostet. Die sind ja an sich schon nicht teuer, aber dann gab es halt noch 30%. Dann habe ich einen neuen Velvet Matte Lipstick. Ich trage hier heute auch schon wieder ein. Das sind meine Lieblingslippenstifte momentan. Und die kosten sonst 6,90 Euro. Und ich habe, glaube ich, 4,80 Euro oder so bezahlt. Und dann habe ich einmal so eine richtig krasse Farbe. 610, das ist schon ein richtig krass dunkles Braun. Ja, keine Ahnung, wie die Farbe heißt. Ich glaube, das heißt so Chocolate oder so. Aber ich finde, das kann man auch immer ganz gut tragen. Dann habe ich einen Präzisions-Lip-Pencil. Keine Ahnung, warum der jetzt anders ist. Ich glaube, das ist ein dickerer Lip-Liner. Das ist die Nummer 304. Und der sieht so aus. Bisschen anders als die anderen, aber irgendwie ist das auch dieselbe Farbe, wie ich eben hatte. Keine Ahnung, wie der jetzt genau heißt. Ah, das ist so ein richtig krasses Braun. Ich glaube, den habe ich mir zu diesem Velvet Matte Lipstick dazu geholt. Sehr schön. Da meine ich ein bisschen teurer Lack, nicht bei 1,70 oder so, sondern bei 2,50. Dann noch ein Velvet Matte Lipstick, weil ich sie so liebe. In der Nummer 602. Und zwar sieht der auch so aus wie den, den ich gerade schon trage. Oh mein Gott. Oh nee. Das ist so ein richtig schöner Rosaton. Aber eher so rosa Nude, also so ein helleres Nude, nicht so ein dunkles, wie ich gerade trage. Auch sehr schön. Mein Gott, dann habe ich jetzt voll die Sammlung hier von meinen Velvet Matte Lipsticks. Deswegen auch nochmal Dank an dich, meine liebe Tante, dass du mir diesen Gutschein geschenkt hast. Ich habe mich so in Kiko verliebt und wie man sieht, habe ich auch extrem viel da bestellt, weil mir der Laden einfach so gefällt. Ja, dann habe ich hier noch eine Sache. Den habe ich auch. Ich packe am besten erstmal aus. Habe ich auf Instagram gesehen, bei auch einer YouTuberin, aber die habe ich halt auf Instagram auch. Das ist Saskias Beauty Blog, glaube ich. Und das ist hier so ein Velvet Velvet Satin Nagellack. In der Nummer, ich glaube 689, ja. Und das ist halt so ein richtig, richtig geiler Matter. Mattes Nude als ach man, als Nagellack. Und der hat, glaube ich, sonst 5 Euro oder so gekostet und jetzt 3 Euro noch was. Ja, das war's mit meiner Bestellung von Kiko. Die ist jetzt leer. Wie gesagt, 30% auf alles gab es auch im Laden. Und mein Gott, das lohnt sich einfach so sehr. Und ich bin sehr froh. Dann zeige ich euch jetzt doch mal schon die Bestellung von Amazon. Ja. Da habe ich mir einen kleinen Traum erfüllt, sage ich jetzt mal so blöd. Ich habe mir da, hier ist ein schwarzes Haar drin, ich habe mir da eine Uhr bestellt. Und zwar hatte ich die schon echt lange in Aussicht, aber habe immer auf der Seite von Christ geguckt und war dann auf Amazon unterwegs. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe mir eine Michael Kors Uhr gekauft. Weiß ich nicht, das war einfach, dass ich schon länger diese Uhr haben wollte und dann habe ich halt auf Amazon gesehen, dass die extrem reduziert waren. Und die kostet halt sonst 250 Euro und die hatte ich auch schon eigentlich mir so vorgenommen, irgendwann mal zu kaufen, weil ich ja nebenbei arbeiten gehe. Und ich dachte mir so, ja, irgendwann will ich mir mal sowas gönnen. Aber dann habe ich die einfach
auf Amazon für 150 Euro oder 157 Euro noch was gefunden. Also auch sehr stark reduziert. Und zwar ist das so eine silberne. Die ist so, so schön. Ich habe die ganze Zeit halt nach einer silbernen Uhr gesucht. Wie ihr auch wahrscheinlich eben gesehen habt, als ich mir eine von ASOS eigentlich gekauft habe. Aber jetzt ist es halt eine von Michael Kors geworden, weil bei diesem Preis konnte ich nicht Nein sagen. Und ich werde euch die auch unten in die Infobox verlinken, weil die gibt es nämlich noch. Und da gibt es auch noch andere, auch ganz viele von Fossil für Frauen, auch in diesem Stil. Die sind dann leider sogar fast eigentlich im selben Preis, in derselben Preisklasse. Also kosten auch so um die 120, 130. Und da kann man doch dann wirklich eher, wenn man das möchte, zu einer Michael Kors Uhr greifen. Ich werde mir die noch einstellen lassen. Und ja, und der vorletzte Online-Shop, oder eher gesagt für dieses Video der letzte Online-Shop, war dann Zara. Ich finde das halt total süß, wie die ihre Pakete verschicken. Das sieht immer total niedlich aus, weil die ja halt einfach da so reingefalten werden. Das hat man ja bei H&M jetzt zum Beispiel nicht. Ich finde ja, Zara hat echt super schöne Sachen, und wenn die dann sogar noch reduziert sind, dann kann man nicht Nein sagen. Und ich finde das einfach so schön, wie das verpackt ist. Naja, ich habe halt letztens ja auch schon mal bei Zara bestellt. Wer mir auf Snapchat folgt, weiß das. Ich schreibe euch den Namen jetzt hier unten nochmal hin. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir da folgt. Da zeige ich euch nämlich auch ganz oft Schnäppchen oder irgendwelche coolen Sachen, die ich kaufe oder die ich mache. Ja. Machen wir das mal auf. Boah, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was ich alles bestellt habe. Aber auf jeden Fall Wintersachen. Da habe ich mir einmal, oh Gott, nee, das sieht aber nicht schön aus, glaube ich. Einmal so ein Pullover bestellt, oder eher so ein Sweatshirt, weil das ist sehr, sehr dünn. In Grau mit einer Aufschrift drauf, aber was mir nicht so gefällt, ist diese bunt unten. Ich mag das nicht so, dieses, doch nicht. Der ist ja so offen, habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann gefällt er mir doch. Ja, der kostet 25,95 steht jetzt hier, aber ich gehe davon aus, dass hier die Preise reduziert stehen. Shirt mit Schriftzug 20,76 €, also ungefähr ein Preisnachlass von 5 Euro. Und ich werde mal schauen, dass ich den anprobiere. Ich werde es euch jetzt nicht zeigen, ist jetzt hier ein bisschen aufwendig mit den 1000 Paketen. Aber ja, 20 Euro der. Oh, ein bisschen verfusselt. Ein Oberteil. Oh Gott. Das sieht ja überhaupt nicht schön aus. Das ist so ein schwarzes mit einem bisschen einem Kragen, was ich total süß finde. Und mit so einem geriffelten Stoff. Und dann steht hier in Gold: You're being my inspiration. Aber das ist sehr cool. Jetzt muss ich mal schauen, wie es getragen aussieht. Aber ich glaube, da hätte ich mir jetzt besser ein L bestellt anstatt ein M. Weil ich das dann lieber irgendwie oversized tragen würde. Naja, geht von der Länge her. Und das kostet normal 17,95 € und hat mich 11,96 € dann an Black Friday gekostet. Oder würde mich jetzt kosten. Dann kommen wir zu einem Shirt, zu einem oversized Pullover. Oh Gott, der ist aber auch extrem klein. Das ist Größe M und das könnte, glaube ich, meiner kleinen Schwester passen. Das hat auch einen Kragen und der ist dann nicht oversized, sondern wahrscheinlich eher total eng. Sehr scheiße, ich mag das nicht. 14,95 € und kostet mich... Ah ne, es ist, glaube ich, eher ein Shirt. Nein, das ist... Ach, keine Ahnung. Kostet dann noch 11,96 €. Ich habe mich, glaube ich, eben vertan. Egal. Dann habe ich aber, das ist, glaube ich, der Oversize Pullover. Der ist super schön. Das ist so ein grauer mit einem schönen hohen Kragen. Kostet sonst 25,95 € und kostet jetzt noch 20,76 €. Das ist in so einem mega schönen hellen Grau und hat super schönen weichen Stoff. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich mag momentan sehr Kragen. Und habe leider noch nicht so viele Sachen. Und mein Gott, der passt auch voll gut zu meiner Uhr. Wenn ihr die Uhr haben wollt, verlinke ich euch die auf jeden Fall in meine Infobox. Gibt es nur noch bei Zalando. Habe ich zwar damals bei ASOS bestellt, aber ich werde andauernd auf diese Uhr angesprochen. Die ist nicht von Casio, sondern die kostet nur 17 Euro.
und ich setze euch die in die Infobox. Aber ja, zurück zum Pullover. Ich glaube, den werde ich bestimmt behalten und auf jeden Fall gleich mal anprobieren. Ja, dann habe ich dasselbe T-Shirt hier nochmal in L, glaube ich. Vielleicht passt das ja dann. Mal sehen, aber ich glaube für 11 Euro kaufe ich mir das dann nicht. Mal sehen, ich werde es mal anprobieren. Okay, das war's mit meiner Ausbeute. Ich bin eigentlich froh, dass es jetzt zu Ende ist, weil je mehr ich jetzt hier auspacke, desto mehr weiß ich auch, muss ich gleich noch bezahlen gehen dann, ne? Aber ja, einige Sachen werde ich definitiv zurückschicken, das weiß ich jetzt schon. Aber die Sachen von Kiko gefallen mir am allerbesten. Und natürlich meine tolle Amazon-Bestellung. Ja, so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass das Black Friday jetzt hier noch ein wenig größer wird in Deutschland. Dann raste ich, glaube ich, komplett aus. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche, einen schönen Anfang der Woche und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!